Bunter Salat aller Zutaten für 4 bis 6 Personen. Ein guter Salat darf für mich nicht klein gehackt, in Stücke gerissen und in Soße ertrinkend serviert werden. Am liebsten belasse ich alles so, wie ich es auch, je nach Saison, auf dem Markt gefunden habe. Das Gemüse wird lediglich gut geputzt und gewaschen, der Salat vorsichtig auseinandergenommen und die Früchte so vorbereitet, dass sich keiner beim Essen die Finger verrenkt. Dann richte ich alles zusammen auf einem Teller an, von dem sich jeder bedienen kann, um seinen eigenen Salat zusammenzustellen. 3 L Balsamico Essig, 75 ml Olivenöl, 2 TL süßer Senf mit Honig, 50 Gramm durchwachsener Speck, eine rote Zwiebel, 3 große Champignons, 1 Apfel, frische Kräuter nach Belieben, Salz, Zucker, Pfeffer. Großer Salat eller Salatdressing. Ein gutes Dressing macht Grünzeug erst zum Salat, denn es gibt quasi das Thema vor. Gerne serviere ich 2 verschiedene Dressings, bei denen sich dann jeder nach Geschmack bedienen kann. Erst das eine, dann das andere oder auch beide zusammen. Eines meiner Lieblingsdressings bereite ich so zu: Den Essig vermenge ich gut mit dem Öl, am besten mit einem Schneebesen, und gebe Senf dazu. Den gewürfelten Speck brate ich kross in der Pfanne an. Die Zwiebel schneide ich in feine Ringe und die Champignons in feine Scheiben. Den geschälten und entkernten Apfel auch. Dann rühre ich alles gut zusammen. Diese Mischung passt zu jeder Salatkombination. Einfach ausprobieren. Gebratener Würsing mit Chicorée. Zutaten für 4 Personen: 2 Chicorée, 150 Gramm Naturjoghurt, Sahne, Meerrettich, 1 BD Schnittlauch, 1 rote Paprika, 5 große weiße Champignons, 1 Würsing Balsamico Essig, süßer Senf, Olivenöl, Salz, Pfeffer. Den bitteren Strunk des Chicorées entferne ich und zerpflücke ihn danach in einzelne Blätter. Nun muss der Joghurt mit Senf, Sahne, Meerrettich und dem fein geschnittenen Schnittlauch gut verrührt und mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt werden. Gebratener Strich, Würsing an Chicorée-Schiffchen, Paprika in feine Würfel und die Champignons in feine Scheiben schneiden, beides unter das Dressing heben und die Mischung appetitlich in den Chicorée-Blättern anrichten. Das in feine Streifen geschnittene Würsingherz mit Olivenöl anbraten, aber Vorsicht! Das Gemüse sollte seine Farbe nicht verlieren. Erst den Würsing auf große Teller geben und dann die gefüllten Chicorée-Schiffchen aufsetzen. Pilzrahmsuppe. Zutaten für 4 Personen: Im Suppentopf brate ich den fein gewürfelten Speck mit einem Tropfen Öl und Butter an, dann gebe ich die fein gehackten Zwiebelchen dazu. Nun werden die geputzten und fein gewürfelten Pilze sowie die gepressten Knoblauchzehen zugefügt. Nochmals kurz anbraten. Jetzt das Tomatenmark hineingeben, kurz angehen lassen und mit dem Rotwein ablöschen. Schließlich mit der Sahne aufkochen. 150 Gramm Schinken, Speck, Olivenöl, 20 Gramm Butter, eine rote Zwiebel, ca. 50 Gramm Pfifferlinge, ca. 50 Gramm Austernpilze, ca. 50 Gramm Schafspilze, 4 bis 6 Knoblauchzehen, 1 L Tomatenmark, 375 ml trockener Rotwein. 1-2, eine Sahne, 4 Eier, 1 Tafel Bitterschokoladen, Muskatnuss, Zucker, Salz, Pfeffer. Pilzrahmsuppe mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss und Zucker würzen, danach von der Flamme nehmen. Jetzt trenne ich das Eigelb vom Eiklar, schlage das Eigelb mit etwas Sahne auf und legiere damit die Suppe. Mit einem großen Messer dünne Scheiben von der Schokolade schaben und als Dekoration auf die Suppe streuen. Brokkolisuppe. Zutaten für 4 Personen: Ein großer Brokkoli, ca. 400 Gramm, 100 Gramm Buttermehl, Y2i Gemüsebrühe, Zucker, Muskatnuss, 250 Gramm Creme Fraiche, 2 Eier, 50 ml Sahne, Salz. Die klein geschnittenen Brokkoliröschen dünste ich in Butter an, die ich vorher in einem Topf mit einem Schneebesen aufgeschäumt habe. So kann sie nicht schwarz werden. Mit Mehl bestäuben und kurz und kräftig umrühren, damit nichts ansetzt. Brokkolisuppe. Dann gebe ich die Gemüsebrühe dazu, würze mit Salz, Zucker und frisch beriebener Muskatnuss und lasse das Ganze ca. 8 bis 10 Minuten kochen. Creme Fraiche dazugeben und kurz aufwallen lassen. Jetzt trenne ich die Eier vorsichtig und rühre das Eigelb unter die Sahne. Kurz vor dem Servieren der Suppe, die nicht mehr kochen darf, sonst kann das Eigelb flocken, unterziehen.
Das gut gekühlte Eiweiß wird zu Eischnee aufgeschlagen, dann gebe ich einfach einen Klacks davon als Dekoration auf die Suppe. Fertig. Einfach, sanig und gesund. Mango- und Bananenscheiben für 4 Personen. Scheiben geschnitten, 4 Scheiben Rührkuchen, 3 L rotes Johannisbergelee, 4 L Sherry, 3 Bananen, in Scheiben 50 Gramm Butter geschnitten, eine reife, aber feste Mango, 2 L Orangensaft geschält, entsteint und in die Kuchenscheiben auf 4 Dessertteller verteilen und mit jeweils einem Löffel Sherry beträufeln. Die Hälfte der Butter zerlassen und die Mangoscheiben 1 bis 2 Minuten unterrühren, braten, bis sie vollständig erhitzt sind. Johannisbergelee hinzufügen und eine weitere Minute garen, bis das Gelee schmilzt und die Mangoscheiben überzieht. Die Mangoscheiben auf dem Kuchen arrangieren. Auch die restliche Flüssigkeit in der Pfanne über die Mangos verteilen. Nun die restliche Butter zerlassen und die Bananenscheiben unter kräftigem Rühren braten, bis sie vollständig erhitzt sind. Den Orangensaft über die Bananen träufeln und das Ganze ein paar Sekunden erhitzen. Dann die Bananenscheiben auf die Mangos geben und sofort servieren. Bananen-Avocado-Müsli für 4 Personen. 4 dicke Scheiben Weißbrot, 2 reife Avocados ohne Kruste, zu Brotkrumen 2 Bananen zerbröselt, Saft von einer Zitrone, 100 Gramm Walnüsse, gehackt, 2 L Butterzucker, 4 L brauner Rohzucker, 150 ml Schlagsahne, geschlagen, 1 TL Zimt, 50 g Butter. Die Avocados halbieren, entsteinen und schälen. Das Avocado-Fleisch mit Hilfe einer Gabel unter die Bananen und den Zitronensaft kneten und den Puderzucker unterrühren. Etwas Schlagsahne zum Garnieren beiseite stellen und später in einen Spritzbeutel mit Sterntele füllen. Die restliche Sahne unter die Avocado-Mischung heben und das Ganze in einem geschlossenen Behälter im Kühlschrank kühlen. Nun die Butter zerlassen und die Brotkrumen unterrühren, rösten, bis sie goldbraun und knusprig sind. Walnüsse, Zucker und Zimt hinzufügen und kurz aufkochen, dann etwas abkühlen lassen. Die Hälfte der Avocado-Mischung auf 4 Dessertschälchen verteilen und mit der Hälfte der Brotkrumen-Mischung bestreuen. Dann die restliche Avocado-Mischung darüber geben und mit den restlichen Brotkrumen krönen. Jedes Schälchen mit einem Klacks Schlagsahne aus dem Spritzbeutel garnieren und sofort servieren. Joghurtfreuden für 4 Personen. 50 Gramm Pistazienkerne, geschält, 750 ml griechischer Joghurt, 50 Gramm Paranüsse, grob gehackt, oder eine Mischung aus 4 L Rosinenjoghurt und Sahnequark, 2 feste Birnen, geschält, ohne geriebene Schale und Saft von Kankerhäuse und fein gewürfelt, eine Orange. 100 Gramm getrocknete Aprikosen, in 3 bis 4 L klare Honigscheiben geschnitten, ein kleines Stück Butter, 50 Gramm kernlose Trauben, halbier den Joghurt mit der Orangenschale und 1 bis 2 Esslöffeln Honig verrühren, dann auf 4 Dessertteller verteilen und kühl stellen. Die Butter zerlassen, Pistazien, Paranüsse und Rosinen hinzufügen und 3 Minuten unterrühren, rösten. Die Birnen dazugeben und weitere 3 Minuten braten, bis sie leicht gegart sind. Dann die Aprikosen und den Orangensaft unterrühren und zum Kochen bringen. Das Ganze etwa 2 Minuten unter ständigem Rühren kochen lassen, um den Orangensaft zu reduzieren. Nun die Trauben und den restlichen Honig, nach Geschmack, hinzufügen und vollständig erhitzen. Die Fruchtnussmischung mit einem Löffel auf den gekühlten Joghurt geben und sofort servieren. Ratafia-Kirschen. Bei den Ratafia-Plätzchen handelt es sich um kleine Mandelmakronen, die im Delikatessengeschäft erhältlich sind. Für 4 Personen 4 L Kirschwasser, 50 Gramm Butter, 100 Gramm Ratafia-Makronen, 500 Gramm Kirschen, entsteint Schlagsahne, Frischkäse oder 1 L klarer Honig Naturjoghurt, zum Servieren die Butter zerlassen und die Kirschen 3 bis 5 Minuten unterrühren braten, bis sie ihre Farbe verändern. Aber nicht zu weich werden oder platzen. Honig und Kirschwasser hinzufügen und sorgfältig mit den Kirschen verrühren. Die Pfanne von der Flamme nehmen, die Ratafia-Makronen dazugeben und kräftig unterrühren. Anschließend die Fruchtmakronenmischung auf 4 Dessertteller verteilen, jede Portion mit Sahne, Frischkäse oder Joghurt garnieren und sofort servieren. Gefüllter Lummerbraten. Der Lummer ist das zweitbeste Stück, das ein Ferkelchen mit sich herumträgt.
mit Wirsing, Porree und Nudeln gefüllt, wird dieser Braten sogar noch besser. Zutaten für 4 Personen: 1 Kilogramm Lummerbraten, Körniger Senf, 400 Gramm Penne Regatta, 1 Wirsing, 2 Stangen Porree, 50 Gramm Butter, Olivenöl, Salz, Pfeffer. Als erstes wird der Lummer in eine Schmetterlingsform geschnitten, mit ein wenig Salz und ordentlich Pfeffer gewürzt, nicht nur von innen, sondern auch von außen. Die Pfanne heize ich in der Zwischenzeit vor. Dann gebe ich Olivenöl hinein. Mit den Mengenangaben nehme ich es nicht so genau, am besten richtet man sich da ganz nach seinem eigenen Geschmack und dem seiner gefüllter Lummerbratengäste. Nur anbrennen sollte nichts in der Pfanne, so viel Öl muss schon sein. Das Fleisch wird von beiden Seiten scharf angebraten und aus der Pfanne herausgenommen. Dann werden die Innenseiten dick mit körnigem Senf eingestrichen. Auch damit sollte man nicht sparen, denn der Senf gibt dem Braten den kräftigen Geschmack. Die Penne werden in einem großen Topf mit kochendem Salzwasser und einem Schuss Olivenöl gegart. Währenddessen kann ich mich der Füllung widmen. Wirsing und Porree schneide ich in feine Streifen und dünste das Gemüse kurz in Butter an. Mein Tipp: ein paar große Blätter lege ich zur Dekoration beiseite. Und jetzt kommt die Füllung in die aufgeklappte Schmetterlingsform des Lummerbratens. Dann klappe ich sie zu, drehe den Braten herum und lege ihn in eine heiße Pfanne. Keine Angst, die Füllung kann nicht herausfallen, denn durch das Anbraten zieht sich das Fleisch sicher um die Füllung zusammen. Dann im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Celsius 20 bis 30 Minuten garen lassen. Nicht vergessen, die Nudeln abzuschrecken,